eingedämmt wird, könnte es für Bürger und Touristen unserer Insel zum Problem werden. Wir müssen die Kriminalitätsrate in Caralibro senken und Polizeiwachen bauen sowie Polizisten einstellen, um die Insel frei von lästigen Kriminellen zu halten. Die Kriminalität ist besonders in der Höhe von ärmlichen Hütten und Unterhaltungsgebäuden sehr hoch. Verbessern Sie die Sicherheit auf mindestens 60. 50.000, so, 93 Sicherheit. Er ist die personifizierte Höchststrafe. Weder dient er noch schützt er, aber man ist dennoch bei ihm sicher. Das ist El Pres, der Wahnsinnstyp. Ja. Yeah. So, gut, dann müssen wir kommen. So, das geht hier. Ach, unser Ding ist ja fertig. Reduziert noch mehr, jawoll. Das war das, was ich hier gesucht habe. So, dann brauchen wir eine Fernsehstation. Bildung und Medien, Fernsehstation. 1000 können wir uns ja leisten, so. Und das Ding erzeugt hier Freiheit. Dann stellen wir uns einfach mal... Mann, wo ist denn unser Stromnetz? Boah. So, passt auf. Ich könnte zwar das Ding einfach hier so oder herstellen, aber nee, ich baue lieber ein Umspannwerk, damit ich das Ding hier herstellen kann. Einfach nur aus Prinzip. So, jetzt können wir nämlich hier die Fernsehstation bauen. So, Fernsehstation. Gehirnwäsche war nie einfacher, seit ein Genie den Fernseher erfunden hat. Füttern Sie das Volk mit Ihrer eigenen Ansicht von Demokratie oder sorgen Sie mit platter Unterhaltung und flachen Seiten. Seifenopern für noch eine Verdummung. Die Fernsehstation erhöht die Freiheit der Tropikaner in einem sehr weiten Gebiet. Je nach Arbeitsmodus richtet sich die Radiostation, ich dachte, über eine Fernsehstation. Warum steht jetzt Radiostation? An verschiedene Altersgruppen und Geschlechter. Gucken, steigert das Ansehen, erhöht die Freiheit. Hat eine doppelte schnelle Erfahrung für den erwachsenen Tropikaner, für den erwachsenen Tropikaner. Ne, wir nehmen mal das BBC, dann kriegen wir ja noch mehr Friede. So, baut ihr das Ding fertig oder seid ihr jetzt alle schon wieder weg? Klar. Was erwarte ich auch von Tropikanern? So, unseren Tourismus müssen wir vielleicht auch langsam mal erweitern. Ich weiß nicht. So eine Idee von mir. Finde ich toll, wie unsere Polizisten hier einfach mal hier im Kreis fahren. Zwölf neue Einwanderer, yalla! Boah, komm schon, bau das Ding doch einfach fertig. So nur Fernsehstation. Ein Bürger wurde zu Krimineller. Den exekutiere ich. Oder so. Boah. Schaut richtig schön aus. Na komm, bau die Fernsehstation, du schaffst es. Ach komm, was? Scheiß ich doch drauf. Bauen wir einfach schnell, dann haben wir hier unsere Güte. Er hat seine eigene Reality-Show. Seine Worte unterhalten das Volk den ganzen Leben taglang. Das ist El Pres, der Wahnsinnstyp. Anhand der Anzahl an Journalisten auf der Insel gewinnen sie jeden Monat neue Anhänger. Das ist schön, wie viel kann man hier einstellen? 3. Wow. So, El Pres, der Supertyp. So, ja, jetzt gehen doch endlich Frauen hier auf die Hochschule, damit sie hier als Journalistin oder als Ingenieurin arbeiten können. Oder als was arbeiten die da? Was ist Techniker, Ingenieur? Oder? Botschafter Crane, unsere Zuhörer sind so gespannt auf Ihre nächste Antwort. Was ist Ihr Lieblingstier? Nun, Miss Flowers, als ich das erste Mal Ihre Insel besuchte, hat mich die Schönheit der Lamas überaus beeindruckt. Sie erinnern mich an meine Mutter. Oh, Lamas. Ich hasse Lamas. Sie sind schlecht erzogen und spucken. Genau wie Mama. Oh.
Nein, ich exportiere keinen scheiß Dosenfisch. Macht selber welchen. Oh, Lehrer bräuchten wir auch, aber hier werden gleich mit ausgebildet. Passt ja. Und die Fernsehstation hat den Betrieb aufgenommen. Wir haben hier jede Menge Freiheit. So. Alles klärchen. Dann investiere ich jetzt hier nochmal in Tourismus. So, bauen wir am besten einfach hier noch ein paar Hotels. Oder hier noch eins. Tourismus. Huch. So. Dann klatschen wir einfach noch ein paar Hotels in die Landschaft. Dann müssen wir mal schauen. Dann kommt ein Schiff und bringt ein Wanderer. In weniger als einen Monat. Alter, geil. Alter. Okay, hier die Oberschule soll mal ein paar Frauen hier ausbilden. Wir brauchen hier Oberschulgebildete Frauen, die sich hier um die Wirtschaft kümmern. Sir, unsere Armee hat Vorrang. Wir brauchen einen Minister. Ist das nicht die falsche Stimme? Das wird allen Respekt vor der Armee lehren. Da können wir unseren Plan fort, für alle liberalen Kriminellen und nervenden Jugendlichen zu erschießen. Dann bilden wir eine neue Regierung, bei der das Militär an erster Stelle steht. Und tut mir leid, Kommandante, ich schweife ab. Ja gut, komm, Ministerium müssen wir ohnehin bauen. Amigo, haben Sie meine neue Yacht gesehen? Sie ist groß. Ich wette $25,000, dass Sie keine größere haben. Meine Yacht war in Yachten heute, dem besten Yachtenmagazin der Welt. Tausende haben mir telefonisch gratuliert. Ich habe den Touristen großzügig erlaubt, meine Insel zu besuchen, um mein glorreiches Boot zu bestaunen. Bauen Sie einen Luxusliner. Haben wir schon, haha. 25.000 haben wir hier schon wieder und ein paar Anhänger. Was mit Anhängern? Das läppert sich irgendwie nicht so. Müssen wir uns nochmal drüber hängen. So, Ministerium bräuchten wir eigentlich auch, ne? Komm, das stellen wir näher im Palast. Oh. Ministerrat, da würde ich schon. Aber Schwierigkeiten schnell. Ministerrat, das ist das Sinnvollste. So, bauen wir schnell. Und dann mal gucken, wenn wir dann wo einstellen. 19 Touris. Wirtschaft haben wir gerade keinen. Bildung. Alles klar. Felgen Lehrer oder Professor? Ne, die hat gute Intelligenz. Das ist hier die höchste Auswahlsamt. Haben wir keinen. Ineris. Haben wir keinen. Verteidigung. miserable Intelligenz. Hurra. Ja, da warten wir einfach mal, bis die alle hier ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Und dann können wir das Ganze hier einstellen. Das passt dann schon. So, ich setz mich mal kurz anders hin. So. Oh, so schön. So. Moment, bräuchten wir nicht. Naja, gut, es würde reichen, wenn wir Pfarrer ausbilden würden. Was denn das? Oh nö, nicht schon wieder eine Ölpest. Präsidente, einer unserer Tanker, die Nueva Titanica, hat in der Karibischen See einen Eisberg gerammt. Hinter einem Eisfrachter zu segeln, um Benzin zu sparen, scheint mir keine gute Idee. Infolgedessen verliere ich Geld und alle leckeren tropikanischen Fische werden furchtbar schmecken. Viele Freunde von mir haben mir ihre Hilfe gegen eine minimale Gebühr versprochen. Die Schönheit an unseren Stränden ist gesunken und das Angeln in betroffenen Gebieten ist verboten. Oh Mann, ja gut, dann zahlen wir halt hier, um den Tourismus hier einigermaßen aufrechtzuerhalten, weil Schönheit an Stränden senken ist vielleicht jetzt nicht so das, was hier für uns gerade optimal ist. Oh, hier arbeitet nämlich auch wieder jemand. So. Okay, aber kommt hier. Moment, wir haben doch jetzt hier eben Bildungsminister. Das heißt, wir können jetzt Bildungsprogramm. Arbeitsstände erfahren 30% schneller. Arbeiter und Studenten erfahren 30% schneller. Geiler Satz. Studenten und Arbeiter. Arbeiter und Studenten erhalten 30% schneller Erfahrung. Kann abgebrochen werden. So, hier Bildungsprogramm. Dann wird das schon gehen. Präsidente, wussten Sie schon, dass manche Länder berühmt sind, weil ihre Währung zu billig ist?
Ich spreche vom Zamunda Kobo. Was? Zamunda Kobo, doch passt schon. Präsidentin, momentan entspricht 1 US-Dollar etwa, oh Gott, wie viel sind das? Das sind 1 Million, eine Billion, ne? Doch, müsste 1 Billion sein. Entspricht 1 US-Dollar etwa 1 Billion Zamunda Kobos. Für diese Aktion bekommen sie sehr viel Aufmerksamkeit. Ich schlage vor, dass wir den Schritt auch wagen. Wir sollten unsere Währung abwerten. Ja, klar. Verabschieden Sie den Gelddruck. Das brauchen wir hier wahrscheinlich mal den Wirtschaftsminister. Sie erhalten 30% und der Inflation. Als Minister für Wirtschaft, aber ich will jetzt mal warten, bis einer von uns hier die ausreichenden Qualifikationen dafür hat. Meine Ladenbesucher dürften nicht wie Ladenbesucher und Ladenbesitzer hier. Aha. Moment. Müssen wir halt erstmal warten hier, bis seine Skills dann ein bisschen höher sind, oder ihre Skills höher sind, so rum. Allgemein ist das Skills für unsere Wirtschaftsmenschen höher sind. Na gut, Kinders, dann würde ich mal sorgen, ich mache jetzt mal eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme von Let's Play Tropico 4 wieder. Bis dahin, viel Spaß. Ciao.